Hier spricht Captain Eclipse. Defensivprotokolle aktivieren. Schilde vorbereiten und scannen. Sicherheitsdienst zum Haupt. Folgen du musst, was du gesehen hast. Zur Not auch bis ans Ende der Galaxis. Hier General Ram Kota mit der Bitte, an Bord der Salvation zu kommen. Autorisierung Talos Harun 10-11-38. Code überprüft. Gut, dass ihr wieder da seid, General. Erlaubnis zum Andocken. Ein Zeichen eines Angriffs. Bleib wachsam. Ein so klarer Blick in die Zukunft wie deiner ist selten unwahr. Und dann wirst du noch froh sein, dass du mich auf Melester aufgelesen hast. Die Allianzführung streitet über den nächsten Schritt. Wir sind nicht stark genug für ein bedeutsames imperiales Ziel, aber niemand will durch viele kleine Blitzangriffe Leben riskieren. Juno drängt sie, irgendetwas zu unternehmen, selbst wenn es nur ein symbolischer Sieg ist. Habt ihr ihr gesagt, dass ich bei euch bin? Nein. Besser sieht sie dich erst und erfährt es auf diesem Weg. Ihr glaubt immer noch nicht, dass ich ein Klon bin. Ich weiß es nicht. Aber ich fange an zu glauben, dass es egal ist. Ein verschlüsselter Codezylinder? Navigationskoordinaten und Pläne der geheimen Kloneinrichtung auf Kamino. Alles, was die Allianz für einen erfolgreichen Angriff braucht. Ohne deine Hilfe können wir so einen Angriff nicht starten. Wir müssen auf die Brücke! Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Star Wars The Force Unleashed. Ich bin es, euer MC Muffix. Ja, Leute, es geht wieder weiter. Nachdem wir beim letzten Mal hier einen fantastischen Start gegen den Gorok haben und Kota gerettet haben, ist unser lieber netter Starkiller nach Dagobah gereist und hat hier den lieben netten Meister Yoda höchstpersönlich getroffen und einen Blick in die Zukunft gehabt, wo er gesehen hat, wie Juno stirbt. Das wollen wir natürlich verhindern, deswegen upgraden wir uns erstmal unser Lichtschwerter. Ja, yeah. Und damit würde ich sagen, schlachten wir noch besser imperial ab. Nun sind wir auf einer Raumbasis hier, wo hoffentlich Juno ist und ich hoffe, wir können sie retten. So, bam, machen wir das kaputt. Ah! Geht es nicht zu? Ja, okay, geht zu. So, hier ist irgendwie ganz schön viel los, Leute. Dabei haben wir noch nicht mal hier einen Imperialen gesehen. Komm, sie ist dann öffne dich. Proxy? Master? Ich dachte, du wärst tot! Oh, das ist eine lange Geschichte. Captain Eclipse und Senator Organa fanden mich auf. Wo ist Juno? Ich weiß nicht. Die Imperialen haben sie in Richtung Deck 7 gebracht. Zur Startrampe. Befehl zum Angriff, General! Master! Seien Sie vorsichtig.
Wie ist die Lage, General? Ein Kopfgeldjäger bringt Juno zum Hangar. Wir haben den Kontakt zu der Sektion des Schiffes verloren. Scheinbar wird dieser Kopfgeldjäger von Eliteeinheiten des Imperiums begleitet. Und was heißt das im Klartext? Nichts Gutes zumindest. Okay, ich freue mich natürlich. Proxy, unser liebste, netteste und freundlichste Schrottbirne in ganzen Star Wars. Vielleicht nach R2-D2. Ist wieder da. Ah! Toller Aufzug. Kann ich was dagegen machen? Okay. Einfach. Ach so, okay. Stör dich nicht. Erst Starkiller steht einfach. Schaut. Sieht cool aus. Ja, echt ganz cool. Das hört sich irgendwie gar nicht gut an. Was wir auch immer gesehen haben, Boba Fett ist da. Und er hat wahrscheinlich irgendein schönes Tierchen hier bekommen vom Darfinator hier. Schau mal, was er für uns so parat hat. Das hört sich ganz schön eklig an hier. So. Machen wir auch die Tür auf. Leute, ich wette, wenn ich irgendeine von den Türen mal aufmache, dann hüpft mich da was an. Da hinten links ist doch schon was. Nee, da ist auch was. Was sind denn das? Ah! Dreckschwicht! Dass es so kommen wird. Ich wusste es, Leute. Und ich habe mich trotzdem so erschreckt. Was sind denn das? Was sind denn das für ätzende Viecher schon wieder? Weg da! Okay. Oh nein. Oh nein. Oh. Ja, geil. Ja, geil. Kann ich nur einen Druckzieher machen? So. Genau an dem Move dachte ich gerade. Let's go! Okay, ich weiß gar nicht, ob wir einfach nur... weg da. Wartet mal. Oh Leute, es ist echt schwer. Weil ich wette, wir müssen einfach nur hier... den... jetzt nimm den nicht den. Wir müssen nur den hier, den Tank hier... wahrscheinlich einfach reinbringen, aber ich komme nicht dazu. Weg da. Komm. Okay, das war ja schon mal ein Anfang. So, weg mit dir. Schlachten wir uns dadurch. Dann geben die auch alle schön Leben ab. Und bam. Und was sehr geil ist, das kostet nicht mehr die volle Energie, so wie in The Force Unleashed 1. Das war ja immer... der Move war zwar super gut, aber er hat halt immer die ganze Energie dann verhauen. So, schnell. Da wollte einer hüpfen, da wollte noch einer hüpfen. Da hüpfen eigentlich alle. Weg da! Drecksviecher. Jetzt komm, Starkiller! Also komm, das kannst du mir nicht erzählen, dass du den nicht hier reinmachen konntest. So. Komm, schnell, schnell, schnell. Boah! Du musst da rein, Mann. Es klemmt. Okay. Oh, ach, super, super. Jetzt war noch keiner. Ich dachte... ach, schade. Ich dachte, ich wäre jetzt cool gewesen und hätte es geschafft, während die Spinnen da kommen. Aber naja. Weg ist weg. So. Was haben wir hier Schönes? Ich kenne diese Droiden. Vader entwickelt sie auf Kamino. Warnt eure Leute. Okay. Schauen wir mal, ob dieser Aufzug ein wenig besser laufen wird als der letzte. Wie viel Machtkristallpunkte haben wir denn wieder? Das haben wir schon mal auf vollen Rang hier. Das ist schon mal sehr cool. 9800. Was upgraden wir denn als nächstes? Ich würde... das kostet alles so viel. 25. Ja, den Blitz würde ich sagen. Ja, den Blitz und... dann wahrscheinlich den Rückstoß. So. Okay, ach stimmt. Wir haben auch unseren Machttrick. Den habe ich ja ganz vergessen. Den hier. Der ist lustig. So, müssen wir öfters einsetzen. Aber ich weiß nicht, ob es sich gegen diese Spinnenviecher wirklich lohnt. Wir werden es gleich noch finden. Ha, das ist... Leute, das ist eine hammergeile Taktik. Das gefällt mir, Leute. Okay, das gefällt mir nicht. Aber das ist eine gute Strategie, die hier zu umgehen. Nach oben hüpfen und dann mit dem Hieb hier nach unten hauen. Sehr gute Taktik hast du hier herausgefunden, Maxi. Sehr gut. So, okay. Erstmal sind keine mehr da, dann gehen wir vor. So, mich wird jetzt hinter jeder Ecke... wird mich jetzt so eine hässliche Spinne anhüpfen. Wir brauchen Hilfe auf der Krankenstation. Oh mein Gott, es kommt wahrscheinlich noch ein größerer. Oh nein. Ich glaube, das war die Krankenstation, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, Leute. Ich weiß, dass hier ein Bossfight kommen wird. So, okay, wir brauchen einen Energietank. Machen wir erstmal die kaputt. Was ist das? Der ist ein bisschen zu groß, um ein Energietank zu sein. Jetzt müssen wir hier reingehen und einen Energietank holen. Ich weiß es doch, Leute. Okay. Juno! Was ist das hier? Ha, ich glaube, da wird ein Teleport vorbereitet. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Okay, da müssen wir irgendwie da reinkommen. Geiler Gegner. Geiler Gegner, Leute. Okay. Wie machen wir das am besten? Blitzen. Und gegen schöne Sachen hauen. Okay. Das war gut. Und ansonsten am besten immer blocken. Ja, geil. Und dann nochmal die Spinnen. Okay. So machen wir das. So und nicht anders machen wir das. Zack. Oh nein, das sind nochmal welche von den Unsichtbar-Typen gekommen, oder? So. Komm. Den einen, glaube ich, haben wir. Jetzt müssen wir uns um die anderen kümmern. So, schauen. Glücklicherweise kann man hier Schläge abwehren. So. Ah! Jetzt. Okay, da ist er. Leute! Wenn er sich unsichtbar macht, kann er doch nicht verschwinden. Ne? Also, ihr wisst, was ich meine. Auch wenn er sich unsichtbar macht, müsste er trotzdem von unserem Schlag hier getroffen werden. Oder portet er sich? Ach, ich weiß es doch nicht. Jetzt war ich zu spät. Jetzt ist sein blödes Ding mal abgelaufen. Aber ja, wieder trotzdem. So, wo haben wir ihn schönes dagegen? Das hat wehgetan. Okay. Ist gut. Wollen noch ein paar? Ne, ich glaube, wir haben es sogar soweit. Aber uns fehlt da leider immer noch hier ein Energietank. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo hier einer sein könnte. Energietank. Hallo. Kann man jetzt hier irgendwo einen herklauen? Hallo. Da ist einer. Ah, okay. Super. Wupp. Okay, dann kommen wir immer hier weiter, Leute. Das sind ja coole Gegner. Das sind ja echt coole Gegner hier. So. Ach, Leute. Können wir nicht einfach wieder ganz normale Standard-Imperiale haben? Die waren süß. Die konnte man leicht besiegen. Gut, Leute. Bevor wir dann wahrscheinlich im nächsten Part auf noch mehrere schöne Gegner treffen werden, machen wir einen kleinen Cut. Und bis zum nächsten Mal. Dann haut rein. Ciao.